wir wollen unser Herz doch wahrscheinlich über Lichter ein bisschen erwärmen. Da geht aber die Debatte, unter den Linden werden die Bäume nun angeschaltet oder nicht. Und was ist deine Meinung? Zwiespältig. Ich finde natürlich diese Weihnachtsdekorationen also auch überwältigend. Und ich finde das auch schön und finde, das ist auch so eine Tradition bei uns, so Weihnachten als solches. Ne? Sollten wir uns auch ein bisschen erhalten. Aber ob das jetzt so üppig sein muss, wage ich zu bezweifeln. Man kann ja vielleicht das ein bisschen abspecken. Und man kann ja vielleicht auch sagen, bis 22 Uhr oder so. Oder dass man schon versucht, ein bisschen einzusparen. Aber weglassen, würde ich sagen, bitte nicht. Bäume unter den Linden, sollen die brennen? Nein. Da soll man seine Weihnachtsbeleuchtung zu Hause veranstalten. Ich denke, und das reicht. Meinst du nicht auch, dass es die Herzen vieler Kinder erwärmt? Das mag sein, aber ob die um die Zeit noch unter Linden spazieren gehen, bezweifle ich. Naja, es wird ja schon so 17 Uhr dunkel. Gut, ja, für die Kinder ist es traurig, aber ich denke, die Eltern sollten auch auf ihr Portemonnaie achten. Und das ist, glaube ich, jetzt vordringlich. Deine klare Botschaft ist, wir müssen sparen. Genau. Danke, Carola. Ich bin auch für Energieeinsparung, aber nicht in dem falschen Moment. Ich glaube, dass gerade durch die Pandemie, die wir jetzt fast drei Jahre durchgezogen haben, dass es notwendig ist, gerade auch die Weihnachtsbeleuchtung durchzuführen. Wir sollten uns nicht ganz und gar einschränken. Wegen meiner zeitlich kann man das verkürzen, aber die Lichter, die sollten leuchten, genauso wie der Brandenburger Tor auch leuchten sollte. Und ich glaube, Weihnachten ist ein besinnliches Fest und ich glaube, da sollten wir dran festhalten, unabhängig jetzt von der Energiekrise, die wir haben. Ich glaube, notfalls sollten sie Spendeneintreibungen machen oder irgend so was, aber zumindest sollte es auf jeden Fall leuchten. Das ist mir wichtig. Danke. Wir müssen erstmal auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben hier für die öffentliche Verwaltung auch mal einfach angefangen und gesagt, okay, ja, auch wir müssen, wir haben mit der Wirtschaft gesprochen, eine Charta fürs Energiesparen mit der Berliner Wirtschaft abgeschlossen. Herr Buchreit sagt, Sie sollen auf jeden Fall die Lichter brennen lassen an Weihnachten. Das kann ja auch gerne passieren, aber es kann eben nicht sein, dass wir auf der einen Seite sagen, wir sparen und machen Entlastungsmaßnahmen und finanzieren dann mit öffentlichen Geldern für eine Viertelmillion Weihnachtsbeleuchtung. Wenn die Privaten das machen wollen, können sie das tun. Wie ist Ihre Meinung? Sollen die Lichter unter den Linden angeschaltet werden? Oder auch nicht? Oder doch nur ein bisschen? Schreiben Sie uns.